Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hier ist Hunter again, wieder mit einem Let's Play. Ich spiele heute wieder Amix 390, bin schon tot. Denkt euch nichts, das war eine blöde Runde für mich. So, ich spiele heute mit dem IS-8, Freund von mir, und dem E-100. Das ist der Hunter. Ja, und dieses Mal geht es hier nicht um mich. Ich habe mir gedacht, der hatte so ein schönes Game. Das schauen wir uns das doch gleich mal von oben an. So. Er mit dem T-54. Können wir ein bisschen weiter vor. So. Ich glaube, wir werden da vorne gleich, ja, einen Jagdpanther sehen mit dem Centurion. Dem Centurion wird er gleich mal hoffe ich, eine knallen. Und, ja. Schöner Damage. Auf jeden Fall, der E-100 hat Wanne, soweit ich noch weiß, 200, 120, 150. Hingegen, der Turm hat 250, 150, 150. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch. Auf jeden Fall, der E-100, den wir jetzt sehen, der wird hier das gesamte Spiel verändern. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, während ich ihm zugeschaut habe. Ja, jetzt hat er schon den zweiten Kill. Den Damage kann ich euch leider nicht sagen, aber also, ich finde, der hat echt einen großen Applaus verdient. Spielen wir mal ein bisschen vor. So. Ja, E-100. Ja, ich krieg den nächsten, den Jagdtiger. Ja. Die Maus capt deren Ball ein bisschen. Da, da, die und da, da, da. So, hier ist sie. Ihre Badget, Badget-Kette. Hier ist sie dort. Ja. E-100. Letzter Mann. 5 Gegner. Eine E-7. One-Shot für alles. Eine Maus. Eine Badget. Ein Jagdpanzer E-100. Und noch ein RHM Borsig. Tier 8 TD. So. Hier würde sich ganz recht entscheiden. Der Jagdpanzer, der ist ein bisschen dumm. Drehen wir mal um auf die Badger. Die ist nämlich nicht mal ganz so einer. Naja dann. Drehen. Kurz aim. Schießen. Nice. Badger draußen. So. Größtes Problem jetzt hat ist, wenn der Jagdpanzer in 100 klug gewesen wäre, wäre schon lange vorgefahren. Was er allerdings nicht gemacht hat und somit, was wir dann später sehen werden, auch ein Problem wird. Naja, er ist jetzt beim vierten Kill. Ich kann den Damage leider immer noch nicht sagen, würde ich so gerne. Auf jeden Fall, diese Runde hat mir gezeigt, was deutsche Spieler können, wie sie spielen sollten und mit, dass man auch deutsche Panzer fahren kann, selbst wenn sie wenig Pen haben. Er hat gesagt, er schießt ein bisschen mit Gold, aber kommt Leute, was soll's machen? Das Ding hat 236 mm Pen. Der hat die IS-3 fast mehr. Das ist ein 10er. Naja, spielen wir mal ein bisschen schneller. Da, 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 da. So. Schöne 790 verpasst. In dem Jagdpanzer E-100. So. Jetzt hat. Eine IS-7. Erstmal scheiße. Zweiter Gedanke. Hallo IS-7. Hallo und say goodbye. Ja. da hat unser E-100 einwandfrei gewonnen. Die 7, ne, das ist die S3 gerade. Die 7 wird sich so richtig freuen und von dort kommt dann gleich der RM. Ich finde es echt funny, wie schnell das Ding ist. So, E-100, gut reagiert. Böse RM, Rückzug. Vorderwanne zeigen, bisschen die Seite zeigen, ja. Space Armor frisst den Damage, E-100 steht zurück, auf einmal Wagen tot. Nice. So, er ist jetzt schon beim 6. Kill, Krieger. Ich so ein bisschen mich wundern, dass er noch lebt. Weil, Leute, das ist ein E-100, der hat nicht so viel. So, Maus. Airbounce, Seabounce, gut. Rückzug. Ja, ja. Jo. Er kommt durch. Maus zielt. Maus kennt.
in 145. Naja, auf jeden Fall, er denkt sich jetzt erstmal, ich bin jetzt die Maus, kein Schmal, ja, Schmal mischt sich da bestimmt noch ein. So, er zieht zurück mit seinem sechsten Kill, fährt vor, zurück, zielt, schießt, kriegt einen Schuss vom Jagdpanzer N100, winkelt den Turm noch ein bisschen an und ja, Maus ist gebounced, N100 gebounced, gut. So, Kampfsituation, Nahkampf, Maus. Maus hält zwei Schüsse aus, er einen. So, er zielt auf Maus, kommt durch, Maus zieht zurück, 495, naja, schön oben hingezielt, da kann man gut hinschießen, naja. Unser lebt jetzt noch ganz brav mit 1%, 40 live, also, Leute, wenn ihr sowas seht, ladet HE, denn wir haben in diesem Fall gewonnen. Ja, schöner Schuss vom unseren Hunter. Also, wenn ich jetzt Gold hätte, dann würde ich es ihm sofort geben. Dafür brauche ich nicht einmal mehr Abonnenten. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt das Replay. War ein richtig schönes Spiel. Und ich wünsche dem Hunter noch viel, viel mehr solche Spiele. Ja, also ich bin jetzt wieder da. So, der Hunter 2327 von FS-Clan hat 20 Schuss abgegeben, 17 Treffer, 9290 Damage gemacht. Schaden abgewehrt durch Panzerung sind 6690, was nicht gerade wenig sind. Ja, das sind meine Werte, nicht viel. Ja. So. Er hat Spartaner, die Redley Waters Medaille, die Großkaliber, 6 Kill, also Krieger, Stahlwand und Galobanov Medaille gekriegt für 5 Kämpfe gegen einen. Ich hoffe, euch hat das Replay gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und have fun im Rollout!